darf beginnen. Auch schön, dass Sie gekommen sind. Sie haben alle den Brief bekommen jetzt. Der erste Satz beinhaltet das Wort Lügenpack. Das ist kein so schönes Wort. Ich persönlich mag es nicht. Auf der anderen Seite, was bleibt einem informierten Bürger übrig angesichts der Verleugnung der Fakten, der Schwindeleien, denen sie ausgesetzt waren die letzten Jahre, jetzt kommt es allmählich raus, als solche Worte zu sagen, wenn man fassungslos davor steht, was passiert. Wir haben einen Punkt erreicht, wo gewählte Vertreter, demokratisch gewählte Vertreter, Fakten ignorieren, falsch darstellen. Das heißt, richtig ist jetzt falsch, wahr ist unwahr, Täuschung ist Wirklichkeit, die Verringerung der Kapazität wird als eine Erweiterung verkauft. Wir sind, ich glaube nicht, dass ich da übertreibe, bei der Umwertung der Werte angelangt. Und es ist Zeit, dass in dieser Hinsicht Entscheidungen getroffen werden, dass man endlich zum gesunden Menschenverstand zurückkehrt, das anschaut, was wirklich da ist und nicht das, was man sich gewünscht hat vor 15 Jahren, vor 10 Jahren und aus politischen Gründen, aus rein machtpolitischen Gründen weiter betreibt zum Schaden der Bevölkerung. Ein weiterer Punkt ist natürlich auch, wenn Herr Ramsauer sagt, es gibt eine Ausführungspflicht, dann kann man sagen, ein Bahnhof, der Menschenleben gefährdet, der die Infrastruktur verringert, der die Stadt zerstört, der eine einigermaßen die Bequemlichkeit der Reisenden überhaupt nicht mehr garantieren kann. Da kann es keine Ausführungspflicht geben. Denn die Politiker, die gewählt worden sind, egal jetzt von welcher Partei, haben die Pflicht, Schaden von ihren Bürgern und vom Staat abzuwenden. Und genau das verlangen wir von ihnen, dass sie das tun. Es geht nicht darum zu sagen, alle müssen zurücktreten. Das ist ja blödsinnig. Es geht darum, dass sie ihrer Verantwortung gerecht werden. Damit man eine Diskussionskultur und eine Kultur der Bürgerbeteiligung hinbekommt. Und ich bin ganz sicher, wenn jetzt aufgrund der neuen Tatsachen, die rausgekommen sind, wir sagen das schon seit Jahren, ja, es hat sich ausnahmslos alles bewahrheitet, was die Befürworter des Kopfbahnhofes gesagt haben, und es ist nicht zu begreifen, wie ein Bundesverkehrsminister, der sehr geehrte Herr Ramsauer, so viel, ja, ich möchte fast sagen, dummes Zeug redet, dass er so wenig von irgendwas weiß, was Stuttgart 21 angeht, das macht die informierten Bürgerinnen und Bürger hier komplett fassungslos. Und dann ist das Wort, wenn sich das nicht ändert, dann wird das Wort Lügenpack noch das Freundlichste sein, was ihm entgegenschallen wird, wenn sie da jetzt nicht die Reißleine ziehen und endlich an den Tisch zurückkehren. Es geht auch nicht darum, dass man sagt, die Bahn ist an allem schuld. Das ist nicht wahr. Die vorhergehenden Landesregierungen sind dran schuld, alle möglichen Menschen. Und die alle müssen jetzt vernünftig werden, in aller Ruhe das anschauen und dann die Konsequenzen ziehen, die da unserer Meinung nach nur reißen können, komplett zu stoppen. Und wenn der Herr Ramsauer sagt, ein Ausstieg ist teurer als der Weiterbau, da kann ich nur sagen, die Bahn hat gar kein Szenario, hat er sich auf seinen wahrscheinlich aus einem Taschenrechner irgendwas zusammengerechnet, das funktioniert nicht mehr. Die Bürger hier und die Bürgerinnen hier sind nicht mehr so blöd, auf das hereinzufallen. Sie sind letztes Jahr über den Tisch gezogen worden, das ist nicht mehr möglich. Und es ist auch nicht so, dass sie gegen alles sind, sondern die Bürgerinnen und Bürger in Baden-Württemberg wissen sehr wohl, was für ihre Stadt und für sie selber und für die Zukunft des Landes gut ist. Und ich würde mir wünschen, dass die Ansprechpartner dieses Briefes die Möglichkeiten auch haben, zu handeln, das auch tun. Das sei so. Ja, und ich übernehme jetzt einfach mit der Frage, was können die verantwortlichen Politiker, die wir angeschrieben haben, in dem Brief tun? Wir haben angeschrieben den Ministerpräsidenten des Landes, Herrn Kretschmer. Wir haben angeschrieben den Verkehrsminister dieses Landes, Herrn Herrmann. Und wir haben angeschrieben den designierten Oberbürgermeister dieser Stadt, Herrn Kuhn. Und unsere gemeinsame Überzeugung ist, dass die richtige Konsequenz dieser aufgeflogenen Kostenlüge ist, die Verträge mit der Bahn zu kündigen. Es gibt eine klare Formulierung, die auch Grundlage
der Volksabstimmung war, dass die Projektpartner sich einig sind, dass die Kosten für dieses Projekt Stuttgart 21 4,526 Milliarden Euro nicht übersteigen. Nun ist offiziell, dass die Kosten dieser Kostendeckel nicht eingehalten wird und damit ist die Voraussetzung für die Kündigung der Verträge geschaffen. Ich habe kein Verständnis für eine Aussage, wie sie von der Staatssekretärin Frau Erler formuliert worden ist, die argumentiert, die Volksabstimmung sei nach wie vor bindend, weil die Leute davon ausgegangen sind, dass es ohnehin teurer wird. Das halte ich für eine völlig unzulässige Abwälzung der Verantwortung, die man selber zu tragen hat, als diejenigen, die gewählt sind in dieses Amt, auf die Leute, denen man unterstellt, dass man mit der gleichen Unaufrichtigkeit an die Sache geht, wie es möglicherweise die zuständigen Politiker getan haben. Das, finde ich, kann man überhaupt nicht akzeptieren. Es gibt eine spannende Ausführung des Staatsrechtlers, des Verfassungsrechtlers, Herrn Professor Wieland, der auch die SPD beraten hat, vor der, also bei der Formulierung der Positionen zur Volksabstimmung. Und dieser Verfassungsrechtler hat es in der letzten Woche auch in der Sendung Plus Minus, finde ich, sehr einleuchtend dargestellt. Er sagt, es ist klar, dass das Ergebnis der Volksabstimmung nicht bindend ist, wenn sich die Grundlagen dieser Abstimmung so gravierend verändert haben. Und er verweist mit Recht auf die Schweiz, die eine große Souveränität und auch natürlich eine große Erfahrung mit Volksabstimmungen hat und wo völlig klar ist, dass man das Ergebnis einer Volksabstimmung dann auf den Prüfstand stellen muss und neu bewerten muss und neu darüber diskutieren muss, wenn sich die Voraussetzungen dafür geändert haben. Und das ist in diesem Fall ganz klar. Also klare Forderungen an die Landesregierung insbesondere, die Kündigung der Verträge anzugehen. Das kann man tun. Wir haben in der Sonderausschusssitzung im Bundestag, im Verkehrsausschuss, Herrn Käfer gehabt am vergangenen Freitag früh morgens. Und seine Formulierung deutet ganz klar darauf hin, dass auch die Bahn auf Distanz zu diesem Projekt geht. Weil seine Formulierung war, dass die Bahn eine sogenannte Ausführungsverpflichtung hat und dass sie sichergestellt sein müsste, dass niemand diese Ausführungsverpflichtung einklagt. Und einklagen könnten die Ausführungsverpflichtung nur die Vertragspartner. Das heißt, es müsste bis jetzt am Land und am Bund und an der Stadt zu sagen, wir verzichten darauf, die Bahn zu zwingen, dieses unnütze Großprojekt auszuführen. Ich möchte noch einen Punkt machen, der die Verantwortung der Stadt betrifft. Noch ist der Oberbürgermeister nicht Herr Kuhn, aber ich würde mir sehr wünschen, dass er schon jetzt signalisiert, dass er über die Frage der Ausschusskosten größtmögliche Offenheit herstellt. Denn es ist offensichtlich so, dass die Bahn deshalb nach wie vor von einer Wirtschaftlichkeit dieses Projektes ausgehen kann, weil die Stadt Stuttgart enorme Summen sozusagen hineingebuttert hat. Durch die Verkäufe der Grundstücke, durch den Verzicht auf Zinserträge und es gibt weitere Dokumente, die auch die Vorleistungen des Landes darstellen und die Vermutung ist, dass die Bahn, obwohl eigentlich dieses Projekt nicht wirtschaftlich sein kann, unter den gegebenen Bedingungen, dennoch einen Plus macht, weil eben diese Vorleistungen von Stadt und Land gekommen sind. Und ich finde, da muss Klarheit hergestellt werden. Das sollte ein designierter Oberbürgermeister sich auch aus dem Fenster lehnen und dafür sorgen, dass die Steuereinnahmen, die Bürger, den Bürgerinnen und Bürgern von Stuttgart zustehen, auch bei den Bürgerinnen und Bürgern von Stuttgart landen und nicht in einem unnötigen Großprojekt namens Stuttgart 21. Und warum dieses Großprojekt uns ist, dazu wird Herr Hofzitz etwas sagen. So, ich darf mich auf die konkrete Sache Kapazitätsausbau berufen.
diese Kapazität der beiden Bahnhöfe, die in Frage stellen, lässt uns ja eigentlich seit der Schlichtung nicht mehr in Ruhe. Bei der Schlichtung im Sommer 2010 habe ich die Stundenleistung des Kopfbahnhofes nach Auswertung der bildlichen Bahnhofsverordnung mit 56 Zügen nachgewiesen. Die bildliche Bahnhofsverordnung ist eine Unterlage, die in der Praxis beim Hauptbahnhof seit 1946 benutzt wird, die untrügbar ist, die Ihnen zeigen kann, wo noch Kapazitäten im Bahnhof frei sind. Und auch bei der Schlichtung, die Herren Grube und Käfer waren dabei und der Bahnpraktiker Leuschel, Grube und Käfer sind ja keine Bahnpraktiker, auch keiner hat dieser Aussage von 56 Zügen widersprochen. Und seitens Wikileaks und Dr. Engelhardt wurden nun die Mängel des Stresstests 2011, den beide als nicht reell bezeichnen, umfänglich dargestellt und anhand der Personenstromanalyse als Planungsgrundlage der Bahn lediglich eine Stundenleistung von bis zu 35 Züge ermittelt. Es stehen also 56 Züge gegen 35. Und es hat mich riesig gefreut, dass das Verkehrsberatungsbüro Viereck und Rössler 2011 ohne eine bildliche Bahnhofsverordnung zu haben zum gleichen Ergebnis kamen wie ich mit 56 Zügen. Und der Vergleich der beiden Bahnhofsleistungen entlarvt nun auch, dass das Bahnprojekt Stuttgart 21 zum Immobilienprojekt umgewandelt wurde, mit gleichzeitigem Abbau der Kapazitäten und ihren Abbau bezahlen wir ca. 7 Milliarden Euro. Man darf das eigentlich gar nicht weiter sagen. Das vielleicht noch zu ziehen. Es gibt ein sogenanntes allgemeines Eisenbahngesetz, das vorschreibt, dass eine Kapazitätsreduzierung beim Eisenbahnbundesamt beantragt werden muss. Das ist ein Gesetz, das erst mit der DBAG aktuell wurde, um eigentlich die nicht bahnkundigen Manager vom Verkauf von Bahngrundstücken daran zu hindern. Denn es gab ja, Sie wissen vielleicht die Zahl, unter der 21 Projekte. Es gab München 21, Frankfurt 21, Leipzig, Lindau 21. Und von allen 21 Projekten sind 1,5 durchgegangen, das ist Stuttgart, und zur Hälfte das in Lindau. Das zeigt schon, dass dieses Gesetz grundsätzlich eine Bedeutung hat, um zu verhindern, dass man, und der Herr Dürr hat es ja wortwörtlich gesagt, er will innerstädtisches Bahngelände verkaufen, um damit das Defizit der Bahn zu beseitigen, also eklatant ein Immobilienprojekt. Es spricht nicht grundsätzlich, verpflichtet die Bahn nicht grundsätzlich, aber bei mehr als geringfügige Kapazitätsverringerung ist das Eisenbahnbundesamt mit einzubeziehen. Nach Adam Riese sind 8 Gleisen, 8 weniger, so viel wie 16. Das heißt, es ist eine Halbierung der Kapazität, die in Stuttgart über die Bühne geht. Es ist keine geringfügige. Und jedermann müsste das wissen, dass in dem Fall der Paragraph 11 wirksam wird, der eben dies verhindern will. Nur eben das Kommunikationsbüro Stuttgart 21 und die SPD werden dies leugnen und tun das und nehmen das nicht zur Kenntnis. Denn mit der Aussage, der Tiefbahnhof habe die doppelte Leistungsfähigkeit des Kopfbahnhofes, wurden von der Bahn bei der EU Gelder in Höhe von 114 Millionen zugesagt.
fließen diese Gelder, dann kommt automatisch das Wort Subventionsbetrug auf den Tisch. Und dann ist natürlich keine Behauptung von Lügen, sondern dann müsste eigentlich die EU handeln. Es gibt bei der EU die Trans-European Transport Network Executive Agency, die diese Gelder genehmigt, die auch die Magistrale Paris-Bratislava geboren hat, obwohl kein Mensch nach Bratislava mit dem Zug fahren will. Das hat man jetzt bemerkt. Und auch die EU hat etwas bemerkt. Wer das herausbekommen hat, bin nicht ich, aber der hat schon genau hingeschaut. Die Agentur in Brüssel hat eine Internetseite und da stand bisher drauf, auf Englisch, über das Projekt in Stuttgart, are expected to double the station's capacity. Das heißt, man erwartet eine Verdopplung der Kapazität, damit die 114 Millionen fließen können. Und diese Verdoppelung ist nicht zu erreichen. Was Brüssel erwartet, ist deren Sache. Wir erwarten von der angeschriebenen grünen Spitzenpolitiker einen Baustopp, wie er vor der Wahl zugesagt wurde. Und wir warten heute noch darauf und wir hoffen, dass das Warten bald ein Ende nimmt. Und all diese Themen, die vorgestellten beiden großen Felder, Kostenexplosion und Bahnhofsrückbau, münden jetzt in diesem offenen Brief von uns aus in auch die konkrete Forderung an die vorhin erwähnten Herren. Ich lese kurz mal vor, es ist der Schluss unseres offenen Briefes. Sehr geehrter Herr Kretschmann, sehr geehrter Herr Herrmann, sehr geehrter Herr Kuhn, es gibt für Sie neben fehlendem Brandschutz, neben nicht genehmigter Grundwasserentnahme in doppelt so hoher Höhe wie geplant, neben einem nach europäischem Recht nicht zulässigen gleisgefälligen Tiefbahnhof, neben noch nicht vorliegenden Planfeststellungen für wichtige Bauabschnitte und so weiter und so fort, zumindest zwei handfeste, jetzt wirklich zwei handfeste, juristisch abgesicherte Möglichkeiten, Stuttgart 21 zu stoppen, der gesprengte Kostendeckel und der Kapazitätsabbau. Wir fordern Sie dazu auf, in Verhandlungen mit der DB AG zu treten, mit dem Ziel, S21 definitiv zu stoppen, um gemäß Landesverfassung Artikel 45 weiteren Schaden vom Volk abzuwehren. Und das ist ein wirklich ganz, ganz wichtiger Punkt, für mich persönlich auch ein wichtiger Punkt, und da spreche ich für Tausende, stellvertretend für Tausende hier in der Stadt. Wir reden seit ganz vielen Jahren immer wieder über Politikverdrossenheit, wir reden über Demokratiemüdigkeit, trotz all der Anschübe, die es hier in Stuttgart gibt und die von Stuttgart ausgegangen sind. Und jetzt frage ich mich nach dem 12. Dezember, was bitte sollen Menschen halten von Politikern, die sie unter anderem auch an die Macht gebracht haben, das ist unstreitig, unstrittig so mit den Grünen, die hier arbeiten, was sollen diese Menschen in diesem Land von diesen Politikern halten, die sich, wie Winfried Herrmann, am Sonntag in der FAZ dahingehend äußern, dass sie sagen, wir können jetzt nichts machen, obwohl die Faktenlage jetzt sich wirklich dramatisch geändert hat seit dem 12. Dezember. Wir können nichts machen, sie lehnen sich zurück und warten darauf, dass der Aufsichtsrat der Bahn das Projekt gibt oder wer auch immer. Und das ist etwas, was, glaube ich, ganz viele wieder mal und zum wiederholten Mal in den letzten Jahren ratlos zurücklässt. Es ist ein unsäglich großes Fass ohne Boden. Es werden immer wieder neue Steuermilliarden versenkt. Es tauchen so Zahlen auf wie 9 Milliarden, 10 Milliarden. Der Berliner Hauptbahnhof, trotz eingeschränktem Dach, hat ein bisschen mehr als 1 Milliarde gekostet. In Stuttgart soll ein Bahnhof für 10 Milliarden entstehen. Das ist inzwischen so bizarr, man kann es gar nicht mehr fassen. Jedes absurde Theaterstück ist ein knallharter, realer Klassiker dagegen. Das ist gar nicht mehr zu fassen. Die Menge auch an bizarren Szenarien, an Absurditäten. Und das, was wir von den Grünen erwarten und auch stellvertretend vor allem hier in Stuttgart, sind keine Heldentaten in dem Fall. Wir erwarten auch keine Fantasie von den Grünen. Wir erwarten keinen Mut und auch keine Überraschungen. Wo sollte das auch alles herkommen auf einmal spontan? Aber wir erwarten das Mindeste. Und das Mindeste, was wir erwarten, ist, dass sie sich Arbeit machen, dass sie, und es ist inzwischen ja sehr wenig, was man den Grünen zutraut, aber ihr politisches Grundhandwerkszeug, das müssten sie ausüben und die Politikausübung, ich sage mal, in der untersten Stufe, das sollten sie nämlich
noch hinkriegen, nämlich die pragmatische Umsetzung des Artikels 45 der Landesverfassung, die verlangt, Schaden vom Volk abzuwenden. Und das heißt auf Deutsch, ganz klar, seit letzten Freitag können sich die Grünen nicht mehr hinter der Volksabstimmung verstecken. Und sie sollen aufhören, vor der Bahn zu kuscheln und sollen endlich aktiv werden, politisch tätig werden. Das ist das, wofür sie gewählt werden. Denn ansonsten sollten wir die Parteienlandschaft abschaffen, weil dann ist es letztlich egal, wen wir wählen, wenn wir diese sogenannten Volksvertreter als Vertreter nicht mehr in Anspruch nehmen können. Daher auch unsere Lust, diesen Brief rauszubringen und ja, da einfach nochmal auf dem Papier für alle nachlesbar und vor allen Dingen vielleicht für diese drei nachlesbar zu formulieren, was jetzt ein Großteil der Stuttgarter Bürgerinnen und Bürger von Ihnen erwartet. Ich bin überzeugt davon, es ist ein Großteil. Wenn es heute eine weitere Volksabstimmung gäbe, glaube ich, würden wir nach dem letzten Wochenende mit 70-80% die Menschen hier haben, die für den Ausstieg plädieren. Das ist unser Los, dass wir immer dann, wenn die Sachen ganz klar auf dem Tisch liegen, keine Volksabstimmung haben. Das war 2010 auch so. Dankeschön. Ich möchte vielleicht noch eins hinzufügen. Ein namhafter CDU-Politiker hat gesagt, es wäre ein Drama, wenn Stuttgart von Europa abgehängt würde. Genau das macht die Bahn, seit sie seit 2 Jahren rumfuhrt. Es fehlen 3 Gleise, es gibt Dauerzugverspätungen. Wir sind an Europa angebunden seit 80 Jahren, man kann von hier mit dem TGV fahren. Also das sind diese Redeweisen, wo man sagt, das, was ich sage, Wirklichkeit, das nützt nichts mehr. Wir müssen das endlich unterlassen. Das kann man auf Dauer nicht aushalten. Also keine Gesellschaft kann das aushalten. Und alle machen das im Moment noch auf der Seite der Befürworter. Einige sind jetzt nachdenklich über die Zukunft und noch ein paar andere auch. Der Drexler äußert sich auch nicht mehr, zu Recht. Und das ist ein Punkt. Wenn Sie dann auch sagen, es gibt kein Ausstiegsszenario, Sie sind herzlich eingeladen, zu uns zu kommen, wir können nicht sagen, wie das geht. Es ist auch nicht so teuer. Die Bahn hat ursprünglich mal gesagt, die Renovierung des Gleisvorfeldes kostet 25 Millionen, jetzt kostet es 1,2 Milliarden. Da können Sie sich vorstellen, welchen Wahrheitsgehalt diese Aussage hat. Das ist der Wahrheitsgehalt von 4,5 Milliarden, der ist nämlich null. Und diese Null-Aussagen, die müssen aufhören. Sie dürfen Fragen stellen. Ich hatte am Wochenende mit der Stuttgarter Polizei telefoniert. Die gehen davon aus, dass die Proteste nicht wieder zu sehr aufkeimen. Wovon gehen Sie aus? Man kann dazu nur sagen, die haben sich schon immer geirrt. In allen Zahlen haben sie sich bisher geirrt, in allen Prognosen. Insofern will ich mal abwarten. Ich glaube ganz konkret, hängt jetzt davon ab, wie die Politik reagieren wird. Also da ist jetzt eine ganz wichtige Aufgabe auch für diese Landesregierung da. Es ist sehr, sehr abhängig davon, wie die Reaktionen jetzt ausfallen werden. Wenn all das, was letzte Woche aufs Tapet kam, ignoriert werden sollte, dann würde ich also zu 100% sagen, dass diese Aussage ein frommes Wunsch denken wird. Also vor Weihnachten nicht mehr, da sind die Stuttgarter zu pragmatisch. Das ist ja angenehm. Aber auch die Polizisten. Die wollen das auch nicht, das ist auch gut. Wann ist die nächste Bundestagssitzung? Mitte Januar erst, ne? Ja, also wir das Mitte Januar. Ja, genau, wie könnte denn das Szenario jetzt aussehen, die nächsten 6 Wochen? Von dessen Familie sei die jetzt? Nein, von der politischen Seite. Wir werden in Bonn. In Berlin. In Berlin ist jetzt sozusagen Jahreswechsel nach Hause. Das muss man einfach sagen. Die Berliner Sitzungswoche ist vorbei. Wir hatten ja noch die Aktuelle Stunde. Und schon deutliche Signale, dass auch die Bundesregierung auf Distanz ist zu Stuttgart 21. Das ist ja schon seit längerem absehbar. Also nachdem Frau Merkel ja vor 2 Jahren noch die Schicksalsfrage, also das Schicksal der Nation an diesen Tunnelbahnhof geknüpft hat, verbal, ist es inzwischen so, dass die Staatssekretäre alle sagen, das ist ein eigenwirtschaftliches Projekt der Bahn, da hat der Bund gar nichts mit zu tun. Und erst haben sie immer gesagt, die Beteiligung des Bundes ist für die Anbindung an die Neubaustrecke, an der sie nach wie vor festhalten. Das wäre was, was ich auch auf die Tagesordnung setzen würde, möglichst zügig. Da ist dieselbe Kostenlüge zu erwarten wie beim Bahnhof selber. Inzwischen sagen sie noch, haben sie jetzt gesagt, die 580 Millionen Euro des Bundes sind die Mittel, die aufgebracht hätten werden müssen, um den bestehenden Bahnhof zu sanieren. Auch eine interessante Größenordnung, weil das auch so ein bisschen zeigt, in welchem Rahmen sich das eigentlich abspielt.
Genau, und dann ist eben wirklich die Frage, wie jetzt im Land die Kurden, die Landesregierung reagiert. Das finde ich nochmal spannend. Also bei der SPD sind die Signale sehr, sehr widersprüchlich gewesen. Also auf der einen Seite die bange Frage von Frau Kumpf, die immer sagt, wir wissen eigentlich gar nicht, was jetzt wirklich stimmt und legen Sie uns doch mal echte Zahlen vor und wir können es ja gar nicht nachvollziehen. Auf der anderen Seite Herr Barthol, der verkehrspolitische Sprecher, der in der Aktuellen Stunde gesagt hat, die Landesregierung muss nachlegen, da muss mehr Geld locker gemacht werden. Mir scheint aber, dass auch in der Landes-SPD da die Meinungen sehr, sehr gespalten sind und es auch viele Kreisverbände gibt inzwischen, die sagen, das machen wir nicht mit. Also wir kommen nicht da immer mehr rein. Genau, und dann glaube ich, dass tatsächlich im neuen Jahr die Karten neu gemischt sind und dann die spannende Frage sein wird, wie die Protestbewegung auch diesen Ball weiterspielen kann, der jetzt auf dem Spiel. Also wir haben da was mich wahnsinnig überrascht, auch wenn ich so ein Interview lese oder wenn man ich jetzt formuliere, den Blackout von Frau Erler befragen kann. Was mich wundert, wenn ich es mal von rein machttaktischen Erwägungen betrachte, das Ganze, wundert mich, dass die Grünen überhaupt jetzt so reagieren, weil sie hätten jetzt die einmalige Möglichkeit, mit ganz, ganz wenigem Aufwand, sich alle diese Wähler wieder zurückzuholen, die sie verloren haben nach der Volksabstimmung, nach der enttäuschenden Politik, die sie für viele machen hier in Stuttgart. Das wäre jetzt ganz einfach, müssten die eigentlich nur zurücklehnen und müssten nur das verlangen, was eh schon in der Luft liegt und könnten ohne große Gefahr den Koalitionspartner zu verlieren, Forderungen stellen. Das ist das, was mich überrascht, weil das ist so eine Steilvorlage, die gerade nicht genutzt wird. Und da scheinen irgendwelche Berater nicht da zu sein. Oder sie haben definitiv noch nicht kapiert, worum es jetzt gerade geht. Es ist ganz, ganz einfach. Und es erfordert gar keinen eigenen Standpunkt mehr. Es erfordert keinen großen Charakter mehr. Man muss nicht mehr gegen den Mainstream gehen. Der Mainstream hat, und das ist das ganz Besondere an der jetzigen Situation, der Mainstream hat gedrängt. Letzte Woche hat sich selbst die Bild-Zeitung, ich war wirklich überrascht, als ich letzten Montag nach Basel fuhr, im Bahnhof zu sehen, dass die Bild-Zeitung auf einmal fordert, dass man Stuttgart 21 in Frage stellt mit einer Headline. Also dachte ich, okay, jetzt geht es in die letzte Phase für Stuttgart 21. Also ich glaube, das ist wirklich erstaunlich, was gerade passiert. Es ist ja auch wichtig zu erkennen, dass es alternativlos in diesem Projekt nicht gibt. Man kann aus allen Verbänden aussteigen, man kann alle möglichen Wege finden und es gibt jetzt 4 Wochen Zeit, darüber nachzudenken. Alle können in den Weihnachtsferien darüber nachdenken. Ich habe schon Ideen, wir alle haben Ideen dazu, wir werden sie gerne präsentieren, wenn wir gefragt werden, aber ungefragt natürlich nicht, sonst wird sofort wieder dementiert, verdammt und als Lüge abgetan. Und man kann eine sinnvolle Lösung finden für alle Beteiligten. Das ist überhaupt kein Problem. Nur nochmal, es gibt also den Lenkungsausschuss am 27. Januar, am 16. Januar Verkehrsausschuss und wann sagt der Aufsichtsrat? Ich glaube am 12., da bin ich mir aber nicht sicher, aber auf jeden Fall davor. Okay. Also das ist nochmal spannend, weil der Aufsichtsrat der DB AG natürlich auch inzwischen auf Distanz gegangen ist. Finde ich auch spannend. Also die haben praktisch jetzt nochmal Untersuchungsbedarf und haben sich nicht bereit erklärt, die Sache durchzuführen. Wobei die Distanz mehr aus Eigeninteresse besteht, denn aus Informationen über den Rat. Sie wollen nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Nicht, weil das Irrsinn ist, was sie machen. Also am 27. Januar sagt der Letzte. Wann dieser Aufsichtsrat? Aufsichtsrat der Bahn am 12. Oder was heißt das? Das weiß ich nicht genau. Ich weiß nur, dass am 16., wenn die nächste Verkehrsausschusssitzung ist, dass die explizit nach der nächsten Aufsichtsratssitzung. Also vor dem 16. Tag. Das Aufsichtsratssitzung der Bahn. Der Verkehrsausschuss am 16. Genau. Und dann kommt das wieder auf den Tisch. Dann kommt es wieder auf den Tisch und dann soll Uber auch auf jeden Fall. Herr Kubas, Sie wollten noch eine Frage stellen, vielleicht auch noch eine. Ja, also nur ist bekannt, dass so ein Gerücht aus der Bahn, dass die Bahn schon viele Ingenieure aus Stuttgart abgezogen hat. Man spricht sogar von bis zu 80% derer, die hier in Stuttgart tätig sind, sind aus Stuttgart abgezogen worden, weil man auch in anderen Projekten Probleme hat. Und wenn man dann Prioritäten setzt und Stuttgart steht eben jetzt in der Prioritätenliste ganz unten, ist da was bekannt? Mir nicht. Da wird nicht offen drüber gesprochen. Also ich weiß nur auch aus sozusagen vom Hörensagen, dass die
dass die Debatten in der Bahn, also im Bahnmanagement, sehr, sehr intensiv sind inzwischen über dieses Projekt. Also dass es viele interne Kritiker gibt. Eigenartig ist ja auch, dass die Bahn die blauen Rohre im Bereich der Bundesbahndirektion, also vom Nachausgang, alle abgebaut hat und weggefahren hat. Die wohnen also oberhalb der Jägerstraße, bis zur Jägerstraße gingen die blauen Rohre, die sind weg. Das war wahrscheinlich eine Fehlfrage. Ich habe nochmal eine Frage. Und zwar, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Landesregierung sich hinter diesen Verträgen verschanzt und wir dann auf den Bürgerprotest setzen. Also ich habe das Gefühl, dass die Bürger 20 müde sind. Und vielleicht für die neuen relevanten Informationen gar nicht mehr wirklich zugänglich sind. Wie wollte man das dann wieder in Gang bringen? Aber das ist gar nicht die Situation, dass die Bürger müde sind. Wir haben bei den 150. Montagsdemonstrationen gemacht. Man steht da auch manchmal redend auf der Bühne und denkt, das kann doch gar nicht wahr sein. Wieso sind sie eben nicht müde? Wieso geht denn das alles immer so weiter, so nahtlos? Also alle Unkel rufen. Also 7000 Leute bei einer Montagsdemo ohne konkreten Anlass, also gehen Sie mal in andere Städte, in Bremen gibt es Montagsdemonstrationen, in Frankfurt gibt es Montagsdemonstrationen, sind im dreistelligen Bereich, wenn Sie da Leute sehen. Das ist absolut einmalig, was sich hier tut. Und das sind ja auch wirklich die vom harten Kern. Also sobald ein aktueller Anlass da ist, bringt ja jeder von denen, der da hingeht, nicht der auch nicht regelmäßig hin, aber jeder, der da hingeht, bringt 3, 4 andere mit. Also das geht ruckzuck hier in Stuttgart nach wie vor. Also das ist ja das, was so erstaunlich ist. Also selbst in Phasen, in denen es gar nicht so aussah wie jetzt gerade, kamen immer noch mindestens 2.000-3.000 Leute zu den Montagsdemonstrationen. Ich glaube dann, also die Stuttgarter und Stuttgarter sind ja relativ pragmatisch. Jetzt wird das so weitergehen in dieser Montagsdemonstration, wie wir es jetzt haben. Und wenn da neue Dinge kommen, wenn der Aufsichtsrat etwas entscheidet, was wieder jeder von uns ist, oder der Verkehrsausschuss sich sind, dann geht das ruckzuck dann wieder da. Und wenn die Bürgerinnen und Bürger hier wissen, dass nur sie das stoppen können, dann wird das wieder kommen. Das wird friedlich bleiben wie immer. Wir werden hunderte von hochbewaffneten Polizisten um uns haben, als ob wir Verbrecher wären. Das wird weitergehen, natürlich. Das ist auch ein Fehler, dass bei den Demonstrationen Polizei so aufgerüstet ist, als ob wir Fußballfans wären. Das soll nur den anderen zeigen, wie gefährlich wir sind, was wir da nicht sind. Alles, was wir gesagt haben, ist eingetreten. Absolut alles. Und das ist ja das Irrsinnige, dass Frau Erler sagt, die als Lügner beschimpft wurden, denen hat man eigentlich geglaubt und die gelogen haben, denen hat man die Stimme gegeben und dann stimmt es. Wo sind wir denn eigentlich? Dann gehen wir mal Richtung Bahnhof, oder? Ja, wir kommen drauf. Gibt es noch Fragen? Frau Leidig, was ist denn da bei der SPD passiert? Also sowohl im Bundesland, dass die SPD also überwiegenden Teilen bis dato sind in der Führung der SPD. Jetzt wirklich die Volksoffenkommunikation. Wie ist da Ihre Einschätzung, warum ist das so? Wovor haben die Angst? Also ehrlich gesagt, ich glaube, dass sie ganz schön hoch von ihrer eigenen Basis kommen. Das scheint mir die wahrscheinlichste Variante zu sein. Also, dass in den Ortsverbänden der SPD diskutiert wird, dass auch immer mehr Kreisverbände beschließen, sie sind jetzt gegen Stuttgart 21 und dass eben auch die Bürgerinnen und Bürger sich an ihre Abgeordneten wenden und damit so eine direkte Konfrontation mit in dieser Fehleinschätzung stattfindet. Das ist schon meine Meinung und das, was Volker Lösch gesagt hat, dass sich der Mainstream geändert hat. Das schlägt sich dann wieder in einer anderen Umgangsweise mit dem Thema Stuttgart 21, weil man eben nicht mehr oben auf ist, wenn man sagt, tolles Projekt muss unbedingt durchgezogen werden, sondern inzwischen ist man eben oben auf, wenn man sagt, oh, Vorsicht, da muss man mal genau hingucken. Also, kann man die Frage mit einem Wort beantworten, macht er auch. Gemacht hat. Und das Enttäuschende ist eben, dass es eben dann auch bei den Grünen, bei den sogenannten alternativen Politikentwürfen, die es in dieser Partei ja auch teilweise immer noch gibt, dass auch da dann letztlich dieser Pragmatismus überwiegt und
ja, dann sowas egal ist offensichtlich, was in so einer Landesverfassung steht oder auch so ein Wählerauftrag egal ist, weil natürlich wissen alle, die jetzt gerade, die wir jetzt hier angesprochen haben, die wissen ganz genau, weshalb sie gewählt worden sind, die standen ja mit uns zusammen auf der Bühne, das kann man immer nur wiederholen. Wir standen gemeinsam jahrelang auf diesen Wegen, auf dem Schlossplatz oder auf dem Bahnhof und dass davon jetzt nichts mehr übrig sein soll, kann ich mir nur erklären mit dem Punkt des Machterhalts. Vielleicht sollte man ja einfach mal überprüfen, inwieweit Privilegien, die dann so ein Amt in der Regierung bereithalten, so reizvoll sind, dass man alles andere vergisst, dass alles andere wichtiger ist. Ich kann es mir nur so erklären, das bleibt eine große Frage, weil es zurzeit eben fast logisch wäre, wenn auf einmal da wieder ein Umschwenken stattfinden würde, vielleicht kommt es ja noch vor Weihnachten oder nach Weihnachten, oder vielleicht nach Weihnachten. Wir würden uns natürlich sehr freuen. Und wie gesagt, Modelle gibt es.